Hallihallo miteinander. Ich habe ja gestern eine Lieferung von Amazon gekriegt und ich wollte euch gerne zeigen, was ich gekriegt habe. Und zwar habe ich einmal diese Modeling Paste gekriegt. Ich mache das mal hier so ein bisschen höher. Ich verlinke euch die auch. Allerdings ist es, glaube ich, gar nicht das, was ich haben wollte. Guckt mal, hier könnt ihr das vielleicht besser sehen. Ich dachte, die wäre, dass wenn ich sie föhne, dass sie so aufpufft. Das macht sie, glaube ich, nicht. Das testen wir gleich zusammen. Deswegen habe ich mir schon hier mein Stencil von Stamperia zurechtgelegt. Und dann wollte ich euch zeigen, was ich noch gekauft habe. Und zwar habe ich euch ja in meiner Roomtour gezeigt, dass meine neuen Stempelfarben, Entschuldigung, ich muss mal kurz meine Nase ein bisschen schnauben, so halb leise, dass meine Farben, meine neuen Stempel gar nicht mehr reichen für meine neuen Stempelkissen. Und von diesen hier habe ich schon einige und das will ich euch jetzt mal zeigen. Hier sind meine neuen Stempel und ich zeige euch mal da oben. Da habe ich schon ein paar davon. Jetzt zurück. Ups. Na, das funktioniert ja prima. Gucken, dass ich das hier wieder. Hallo Mounty, da bist du ja. Dich habe ich vorhin gesucht, mein Süßer. Passend zum Video, bist du wieder da? Ja, na sehr schön. Die möchte ich euch zeigen. Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich davon schon ein paar. Und zwar packe ich sie mal aus. Die sind stapelbar. Zeige ich euch gleich. So viele sind drin und kosten 19,90. Ja, ist Plastik. Ist nicht so der super duper günstige Preis. Ich finde sie sehr schön, weil sie nämlich hier stapelbar sind. Und sie zu dem passen, was ich habe. Jetzt habe ich es auch Tatsache drüber gestapelt und hier nochmal. Und dann ist es hier auch fest. Und dann kann man hier weiter stapeln. Und noch weiter. Ich verlinke euch die auch gerne, falls euch das interessiert. Habe ich bei Amazon gekauft. Wie gesagt, diese sechs Teile haben 20 € gekostet. Ich finde, das ist jetzt nicht so super teuer. Und es ist halt, Moment, ich halte es mal fest, praktisch. So viele passen da rein. Und da kann ich hier meine neuen Farben prima reinpacken. Den mache ich mal hier rüber. Und so und so und so. So sehen die denn aus. Und ich finde das echt super, die Teile. Den einen habe ich jetzt nicht richtig gepackt. Ja, gefällt mir gut. Wie gesagt, wie ihr gesehen habt, habe ich davon schon einige. Ich stelle die jetzt mal da hoch. Und dann machen wir mal zusammen eine Karte mit diesem hier. Und damit und Achtung, gucken, dass ich nicht aus Versehen mein Mounzelkind über die Füße fahre. Entweder nehme ich den hier oder der ist aus Plastik, der ist so ein bisschen biegsam, also ist aus Silikon. Huch, die Kamera ist ja immer noch schief. Ups. Huch. Okay, jetzt habt ihr mal einen anderen Bildausschnitt. So. Ich nehme mir mal meine Metallplatte, die ist hinter mir. Die ist von Action. Finde ich immer sehr gut. Benutze ich gerne. Hier das Lineal kann man halt so ein bisschen nach oben. Dann ist es fixiert. Geht nicht weiter hoch. Finde ich immer gut. So, jetzt gucke ich mir hier mal aus, was ich davon haben will. Und
fixiere das mir auch von hinten, wie ich es auch mache, wenn ich es farblich mache. Und mache mal hier und hier noch einen hin. Und dann ja, Teil des Collection hier, das finde ich gut. Hell genug ist es. Bei uns war ein super schöner sonniger Tag wieder. So, ihr könnt jetzt zusammen mit mir gucken. Die öffne ich jetzt mal. Und wie gesagt, ich dachte, das wäre das, was aufploppt. Aber das ist es wahrscheinlich nicht. Wir testen jetzt mal gleich zusammen. Und dann sind wir weiter. Wenn einer von euch weiß, wo es diese Paste gibt, die aufploppt, wenn man sie mit einem Heißluftföhn bearbeitet, schreibt mir das doch bitte, bitte, bitte in die Kommentare. Ich habe die in einem Video gesehen und da konnte man aber nicht sehen, wo die her ist. Und es ist ein englisches Video und wie ich es das ein oder andere Mal erwähnte, ist mein Englisch jetzt nicht so super prickelnd, dass ich mir zutraue, in diesem Video die Frage zu stellen, von wem das ist. Also ich weiß, dass es von dieser Firma ist, von Art Basic, aber vermutlich nicht dieses hier. Egal, ich habe das, wie ihr jetzt gesehen habt, dünn aufgetragen und dann einfach hier nochmal rübergezogen, damit hier. Es muss nicht überall sein. So, den Rest mache ich hier wieder rein, weil ich ja sparsam bin. Einmal zuschrauben. Dann nehmen wir das mal ab. Den mache ich gleich sauber. Kurz hier. Ich habe keine Ahnung, wo ich ihn jetzt hinstelle. So sieht es jetzt aus. Also den Stencil finde ich ja echt super. Ich mache das einfach gleich mal sauber. Ne? Und dann haben wir schon nicht mehr das Problem. Neue Packung. Wo ich das packen soll, weil dann kann ich es nämlich gleich sauber zur Seite packen. Das sind wieder die Feuchttücher von Action. Dann föhne ich das gleich mal und gucke, ob das aufpufft. Macht es bestimmt nicht. Aber versucht macht klug. Und das Beste daran ist, dass diese 14,90 € gekostet hat und das mir erst aufgefallen ist, nachdem ich es bestellt habe, dass das offensichtlich nicht das Richtige ist. Aber egal, ich benutze sie trotzdem. Erstens mal war sie ja nicht super günstig und zweitens mal kann man damit ja auch tolle andere Sachen machen. So, nochmal trocken machen und das Papier runterwerfen. Sage ich extra, damit ich es nachher nicht wieder suche, wo es hin ist. Kennt ihr ja, ne? Wo ist es hin? Ist runtergeflogen. Es liegt jetzt rechts neben mir auf dem Fußboden. Aber ich hebe es trotzdem mal auf, weil ich das nämlich hier auch gleich sauber mache. So, und jetzt können wir gleich zusammen testen, wie das sich verhält, wenn ich es mit meinem Heißluftföhn bearbeite. Oh, das sieht glänzend aus. Könnt ihr das sehen? Dass das glänzt? Sieht auf jeden Fall sehr cool aus.
Also es pufft nicht auf. Nein, es würde nur verbrennen, glaube ich. So, und jetzt glänzt es nicht mehr. Jetzt ist es matt. Könnt ihr nicht sehen, ne? So, dann möchte ich hier gerne... Ich habe übrigens mein Zuhause-T-Shirt mit Katzen an. Und jetzt will ich hier rot, rosa, ein anderes Rot. Und davon nehmen wir auch ein bisschen. Wer von euch hat von Distress den Sprayer, also der mit der gebogenen Tülle? Achtung, hier. Weil ich habe ja nur die Dinger und der von Distress, also von Ranger, der hat ja hier so ein, wie so eine, an so einer Wasserpumpe. Wenn einer von euch den hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir sagen würdet, ob das Tatsache jetzt so einen Unterschied zu diesem hier macht. Ich muss mal dem hier nochmal hier schön schütteln, weil ich sehe das ja mal, dass die dann, wenn sie so nah dran gehen, punktuell Wasser sprühen können. Und ich wüsste gerne, ob das jetzt einen dollen Unterschied macht zu dem hier. Bei Kraftelier gibt es den übrigens gerade, diesen Distress Sprayer, für 4,29 Euro. Wenn ich den über Amazon kaufen will, kostet die Plastikflasche 10 Euro noch was. Das will ich nicht. Da ich aber sonst gerade gar nicht wirklich viel über Kraftelier bestellen will, ist es natürlich auch blöd, wenn ich wegen 4 Euro 5,95 Euro Versandgebühr bezahle. Weil wenn der hier so rangeht mit diesem Sprayer, sieht es immer echt cool aus und sieht so aus, als wenn man punktuell das irgendwie besser verteilen kann. Aber ich hätte dazu gerne eure Meinung und eure Erfahrungswerte, wenn ihr so ein Teil habt. Moment, ich muss noch schnell ein Stück Zehwer nehmen. Und das hier ein bisschen. Wir machen jetzt Föhnüttes. Jetzt wollte ich meine Selterflasche zum Föhnen nehmen. Also ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare, wenn ihr so ein Teil habt. Ob das jetzt hier den Unterschied macht. Boah, ist das ein tolles Rot. Ist ja mal gigantisch. Schön runterlaufen lassen und dann noch mal föhnen. Ist einmal ein tolles Rot. Tolles Rot. Ups, Entschuldigung. Jetzt nehme ich mal hier das Pink. Und fülle das auch nochmal.
Und dann möchte ich natürlich gleich noch ein bisschen, alt, muss erstmal hier ein bisschen. Nee, ich mache das sauber, wenn ich fertig bin. So, jetzt, so sieht das jetzt erstmal aus. Finde ich ja auch schon ganz cool. Ich dachte aber, wenn das hier so aufploppt, ist es ja noch mal einen Ticken cooler, oder? Was sagt ihr dazu? Gleich mache ich das mal mit dem feuchten Tuch sauber. Dann kommt das Weiß nämlich wieder zum Vorschein. Wenigstens so halb. Und dann kommt jetzt mal nochmal das extreme Glitzige. Jetzt bin ich schön rot, weil das ja mal ein super, jetzt wird es langsam zu dunkel, ne, für ein Video, ich hätte mal das Licht anmachen sollen. Das föhne ich mal nochmal. Achtung. Hier mal ein bisschen von dem Rot hier noch mit drauf nehmen. Weil es ein echt tolles Rot ist. Und nochmal föhnen. Kurz ein Stück zur Seite. Aufpassen, dass er nichts ankokelt. Und dann mache ich mal hier sauber. Ich bin auch schon gleich fast fertig. Ich wollte nur mit euch mal euch zeigen, was ich gekauft habe und eine Karte damit probieren. So sieht die jetzt aus. Und ich bin gespannt, wie euch die gefällt. Jetzt kann ich das natürlich gar nicht richtig einfangen, wie rot, wie toll das glitzert. Es ist ja dieses Weihnachtsrot. Tarte Cranberry. Und es ist genauso glitzer, sieht es hier drauf aus. Aber man kann es halt, weil es nicht hell genug ist, nicht sehen. Ich mache mal kurz hier oben Licht an. Moment. Mal gucken, ob ich es euch jetzt besser zeigen kann. Nö, man sieht nur, dass es da oben noch nass ist und ich noch ein bisschen Weiß dazu machen werde. Immer schön dran denken, das Weiß hier ist Acrylfarbe. Die muss man gleich wegmachen. Sonst bleibt sie nämlich da. Habe ich auch schon festgestellt. Hätte ich mir beinahe meinen Pinsel mit
ruiniert, meinen schönen Fächerpinsel, den ich nicht, also ich habe noch mal Glück gehabt, aber wenn ich jetzt noch länger gewartet hätte, dann wäre der nicht schön. Okay, hier habe ich Strukturpaste drauf, die muss ich gleich noch mit so einem Ceranfeldschaber runter machen. Und dann ist es fertig. Das wird jetzt eine Karte, da werde ich noch eine Standschablone drauf machen. Und als Thumbnail mache ich natürlich die fertige Karte wieder für euch rauf. Nur jetzt die fertig zu machen, das würde noch zu lange dauern. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Abend und wir sehen uns. Bis dann, tschüss!